Hallo Leute, doch noch kurz ins Video gebracht, weil ich gar nicht mehr sicher bin, ob ich euch dieses wunderschönen Koffer präsentiert habe. Der ist vorletzte Woche, vor 2 Wochen, vor 3 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr. Ist der angekommen? Ich habe meine ganzen Grading Cards, die ich normalerweise auf Ständern in meiner Glasvitrine präsentiert habe, rausgenommen. Denn es wurden zu viele Grading Cards. Die Vitrine ist leider nicht mitgewachsen, die Glasvitrine. Darauf habe ich mir gedacht, hole ich mir einen solchen Koffer, der in vielen Foren auch empfohlen wurde. Und auch dort habe ich dann so einige Schätze drin. Hier zum Beispiel PCA-Grading, AP-Grading, da kommen die mit rein. Dann PSA-Grading. Haben wir wunderschön, das ist mein Crowbar, mein X-Bar. Da gehen wir ein andermal auf einmal drin haben. Und da möchte ich jetzt einfach nur die Karten, die wir heute als Grading mit dazu bekommen haben, hineinpacken. Und ich hatte euch, glaube ich, gesagt vorhin, dass ich diese PSA Grading Sleeve nutzen möchte. Ich hoffe, das ist okay. Marius war es, glaube ich. Dass ich Tool Talk da rausnehme. Und mit dieser PSA Grading Sleeve auf jeden Fall. Wie ihr wisst schon, jeder hat so seine eigene, die eine Karte. Und das sind alles PSA Gradings. Und da haben wir sie. Guck, da ist sogar eine Sleeve drum, das heißt, Tool Talk wird wieder um eine Sleeve wandern. Aber da wir hier eine extra PSA Grading Sleeve haben, dachte ich, wäre es doch viel angenehmer, den Glanz, die Flammen unseres Tool Talks noch mehr zu verstärken, zu erhöhen, indem wir ihn als PSA Grading Karte aus XY Evolution auf jeden Fall, ihr seht sie unten, PSA, in eine PSA Grading Sleeve zu stecken. So, liebes Tutok. Tutok, come on, let's go, Pokémonie. Liebes Glurak, Charizard Evolutions, mit einer neuen gegradet. Jetzt hast du deine eigene PSA Sleeve. Damit darfst du wieder in dein Team wandern, in den Koffer. Das gute Tutok, Radiant Tutok aus Pokémon Go, wandert in die Sleeve, wo das Glurak drin war. Na? Pokémon, die nicht nervös werden. Let's go. Und damit möchte ich das Video eigentlich auch schon beenden. Ich danke euch für den wunderschönen, das wunderschöne dabei sein bei diesem Video. Ach, das ist ein bisschen enger. Das AP ein bisschen größer als PSA. Minimal, oder? Weil trocken war alles. Egal, ich lasse es erstmal so. Karte von Limarius da rein. Dann habe ich hier natürlich noch die P-Grading Booster und die passen hier auch rein. Dann habe ich hier zum Beispiel in der großen Lücke, vor die ganzen PGS Grading Cards kommen, habe ich hier Karten, die ich selber eigentlich mal graden lassen wollte. Genau. Da haben wir einmal mein Bisaflor, japanisch Pokémon Go Tech Team Booster. Da ist mein, natürlich eins meiner Gluraks. Das habe ich ja bekommen vom lieben Ich bin's Tim 93. Karten, die ich alle mal doppelt habe. Alles deutsch, die ich gerne graden lassen möchte. Wenn ich denn irgendwann so weit bin und mal mit einem Grading-Unternehmen, das sind so gut wie alle Tech-Team-Karten, Kontakt aufgenommen habe, um die hinzuschicken, genau. Das Bisaflor kommt eigentlich hier noch mit zu, da sind noch ein paar Einzelkarten drin, die ich eigentlich auch graden lassen möchte. Da muss ich nur schauen, welche es sind. Natürlich möchte man, Glurak auf jeden Fall, Leute. Natürlich möchte man alles irgendwo graden lassen. Aber es ist noch mit Kosten verbunden, die gedeckt werden müssen. Da schließen wir mal den guten Koffer wieder. Den Zahlencode habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Denn der Koffer soll immer zu bleiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und der Abend wird schon immer später. Und ich hoffe, ihr geht jetzt alle schönes Bett, schlaf gut und wir sehen uns morgen früh um 10 Uhr zum nächsten Daily Boost Opening am Magic Mittwoch. Come on, catch it all, euer Pokémon, let's go!